Heute, was geht ab, Leute? Hier. Ich stelle euch heute eine Seite vor, nicht unbedingt für Arenen, aber heute geht es um Arenen. Ihr wisst, ich bin da fleißig mit dabei, versuche bestimmte Arenen auf Kreuz zu bekommen, nicht ganz München, wobei ich natürlich sagen kann, man weiß nie, keine Stadt ist von mir sicher, aber es sind einfach zu viele Arenen und ich mache eigentlich nur die Arenen, wo ich halt tatsächlich auch bin, wo ich auch privat bin, wo Freunde wohnen, dies, das, also wo man tatsächlich auch ist, Schwabing, natürlich im Norden meine Heimat und Innenstadt und so weiter. Deswegen, ich hatte ursprünglich immer die Telegram-Bot-Seite verwendet für die Raids. Da, wo die Raids gemeldet werden, hatte ich das umfunktioniert, um meine Gold-Arenen zu markieren. Und zwar konnte man da auf Blackliste gehen, was an sich gar nicht so gut ist, weil ich habe halt irgendwas gebraucht, um zu markieren, welche Arenen ich schon auf Gold habe. Und es gibt so verrückte Sachen, was mir alles vorgeschlagen wird, was ich gesehen habe, wie die anderen Leute das alles markieren. Und irgendwie mit Google Maps auch noch irgendwelche Vorschläge und da irgendwelche Pins und dies, das. Voll verrückt. Manche benutzen sogar eine Karte, eine wirkliche Karte an ihrer Wand. Also alles so aufwendig. Und ich habe das halt umfunktioniert und jede Arena, die ich geblacklistet habe, die hat so einen Punkt bekommen und dadurch konnte man die einfach unterscheiden und das war für mich einfach, okay, die ist auf Gold. Was halt nicht so gut ist, wenn jeder das macht, dann wird die Arena sozusagen gemeldet als gefährlich oder so und eigentlich rausgekommen. Aber solange ich es nur gemacht habe, ist es kein Problem. Aber hätten das mehrere Leute gemacht und wäre eine Arena richtig oft markiert worden, dann wäre die von der Seite runtergenommen. Aber jetzt ist die Seite halt nicht mehr aktiv. Mein Pogobot und Covid-19, bla bla. Seite ist down, man sieht halt nur noch so einen Text. Und leider, ich meine, ich kann es verstehen, dass keine Raids mehr gemeldet werden. Aber am Abend gibt es halt auch keine Raids und da sind halt die Arenen nackt sozusagen, ohne Raid drauf. Und dann konnte man halt auch alles markieren und so und auch die Arenen sehen sozusagen. Aber jetzt steht halt nur noch dieser Text und man kommt gar nicht mehr an die nackten Arenen sozusagen. Deswegen musste ich mir was anderes einfallen lassen, um meine Gold-Arenen zu markieren. Und da ist mir so eine Seite eingefallen. Kennt, glaube ich, eigentlich jeder. Pogo Map. Ich switch mal rüber. So sieht die Seite aus. Man kann Pokestops sehen, Arenen, Nester, eigentlich auch Raids und Quests, aber das alles manuell. Und dadurch, dass die Seite halt nicht so oft und nicht von so vielen Leuten benutzt wird, ist halt nicht ganz aktuell. Vor allem Pokestops, da fehlt so viel. Auch jetzt bei Arenen muss ich selber so viele selber eintragen. Und wenn genug Leute das eintragen, dann wird das auch für alle übernommen. Aber wenn ich es für mich selber eintrage, dann sehe ich es halt selber für mich. Und das mehr brauche ich gar nicht. Und das Gute ist halt, ich gehe mal hier auf eine Arena. Wie gesagt, man kann auch Stops und sowas sehen und auch eintragen. Wofür genau diese Seite jemals erstellt wurde, weiß ich nicht. Aber ich verwende es jetzt für Arenen. Wir gehen zum Beispiel mal auf diese Arena. Hier kann man es eintragen, genau, welche Stufe die Arena bei euch hat. Gold, Silber, Bronze und nichts halt. Und das ist halt genial. Und so habe ich jetzt mein Gebiet alles eingetragen und ich weiß genau, wie viele Arenen ich auf Gold habe und wie viel ich noch auf Gold brauche. Zumindest der Großteil, weil ein paar Arenen, die gibt es jetzt, habe ich auch eingetragen, aber die werden mir nicht immer angezeigt. Und manche gibt es halt nicht mehr. Ihr seht, die sind dann hier so ein bisschen durchsichtig. Die muss man so zum Beispiel austragen, aber das spielt keine Rolle jetzt. Man kann nämlich hier, ich glaube hier war das, genau. Hier seht ihr dann, ich habe bereits 282 Gold ergehen und bräuchte noch 124 Silber und eine Bronze und 3 Basic. Also sagen wir ungefähr noch 130. Arenen brauche ich noch und 282 habe ich schon, also 2/3 meines großen Ziels habe ich bereits. Und das ist halt sehr geil, dass es halt automatisch gezählt wird. So hat man immer einen Überblick, so wie ich es davor gemacht habe. Ich habe es echt manuell abgezählt und ich habe mich so oft verzählt. Und jeden Stadtteil dann habe ich gezählt, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Arenen und so weiter und so fort, weiß ich auf Gold habe, was ich noch brauche. Das war echt verrückt. Also hat man alles auf einen Überblick und wenn man will auch noch Bronze, Silber und Gold und sowas, also perfekt ist das. Zufällig entdeckt, ich hatte das irgendwie in Erinnerung, dachte mir, ich muss irgendwas finden, um meine Gold-Arenen wieder zu markieren. Und das war halt echt genial. Hier seht ihr es dann. Ich zeige euch mal ungefähr mein Gebiet, was ich noch alles brauche. Seid es ein bisschen langsam. Jedes Mal, wenn man rauszoomt, verschwinden die Arenen und man muss warten. Und dann tauchen die halt erst wieder auf. Also, das ist halt das Nervige an dieser Seite. Aber sonst ist es halt echt genial für Arenen. Und ich hab so viele verrückte Sachen gesehen. Also, streicht eure Karten, die ihr an der Wand aufgehangen habt und das ganze Google Maps Zeugs und dies, das. Das ist schon perfekt, um einen Überblick über die Arenen zu bekommen.
Boah. Also jetzt zu zeigen ist natürlich echt kacke, weil die Seite ist halt echt langsam. Vor allem, wenn man so rauszoomt, dann sieht man auch nicht. Ihr seht es ja, das sind nicht alle Arenen, aber nur ein paar. Und wenn man näher reinzoomt, dann sieht man die Details, aber können wir hier anfangen, hier links. Abgeschottet ist das Parsing. Da habe ich mal gearbeitet, ein kleiner Nebenjob zwischen nach der Uni. Und natürlich haben wir dort eine Menge Zeit verbracht zum Zocken. Dementsprechend habe ich dort alles auf Gold. Oh, ihr seht, die Seite ist halt echt langsam. Vor allem mit Streamen. Das so abgeschottet und dann geht's hier rein in die Innenstadt. Fangen wir mal oben an. Ich zeige euch einfach mal so mein Gebiet, damit ihr einen Überblick habt, einfach so für die Leute, die es interessieren, was sie auf Gold haben oder was nicht. Ich wohne nämlich hier oben. Und da habe ich alles auf Gold gemacht. Büfferstraße, Hasenbergel, Harthof am Hart natürlich, bis runter nach Schwabing. Dann hier Feldmoching, da habe ich euch mitgenommen, das habe ich alles in dem Video gezeigt, jedes Mal, wenn ich dort war und das Gebiet eingenommen habe, und dann ist langsam auch Gold geworden. Und hier weiter runter geht's. Werde ich irgendwann, wenn ich mit meinen ganzen Arenen fertig bin, werde ich auch noch hier einmarschieren. Aber die Leute sind nett und meistens ist es eh Geld, also muss ich mich einfach nur reinsetzen. Das wird, glaube ich, ein sehr chilliges Gebiet, hoffentlich. Also hoffentlich habe ich es jetzt nicht verflucht, aber die Leute waren nett und hier und da einfach nur reinsetzen. Ein paar Arenen, bestimmt Home Arenen, wo es natürlich auch ärgerlich wird, aber ist nicht so weit von zu Hause, also das Gebiet macht euch gefasst. Fasanerie, Lärchen auch. Aber die Jungs sind cool und die wissen eh, dass ich kommen werde. Vielleicht irgendwann Olympiapark, aber nicht wirklich. Vor allem ist es halt ein Park und Olympiadorf und dies, das. Wenn dann dieser obere Teil direkt an der Arena BMW Welt und sowas. Dann hier habe ich ganz Schwabing eingenommen. Schwabing, München, Freit, bis hier rauf zum Norden. Da war mein Arbeitsweg rauf Richtung Unterföhring, also hier rechts rüber. Deswegen sind da auch viele Arenen schon auf Gold gewesen. Habe ich das Gebiet einfach nur ausgeweitet. Ja, man sieht es halt echt nicht gut, wegen dieser. Alles hängt hinterher. Ja, Mann, nee. Hier in Unterföhring, da habe ich gearbeitet, da habe ich vieles auf Gold. Aber seitdem waren die halt so fleißig, dass die so viele neue Arenen und Stops dazu bekommen haben, dass ich. Ja, jetzt fehlt mir ungefähr die Hälfte der Arenen. Also muss ich immer viele Gründe finden, um in der Arbeit vorbeizuschauen. Oder ich schaue einfach da manchmal vorbei. Jetzt natürlich nicht mehr, aber wenn mal wieder alles in Ordnung ist, dann auf jeden Fall. Dann geht es hier auch schon Richtung Innenstadt. Hier Uni gehen natürlich, das alles auf Gold. Mann ey, man sieht halt echt nichts. Die Seite zum Vorzeigen ist halt echt schlecht. Aber glaubt mir, zum Markieren eurer Goldarenen ist halt perfekt. Hier habe ich alles auf Gold. Schwanthaler Höhe habe ich jetzt auch beinahe alles auf Gold, außer zwei Arenen. Eine Arena, die ist die neueste, die ist relativ spät hinzugekommen, deswegen fehlen da noch ein paar Punkte. Und hier links in der Ecke, jetzt unter mir die Arena, da ist eine Home Arena von irgendeinem, der kickt mich immer. Dauert halt ein bisschen länger und dann geht es hier auch schon Richtung Süden. Und da ist so ein, sind so Gleise, falls ihr die seht, das ist so sozusagen die Grenze. Man sieht halt auch nicht die Maus leider. Das ist so mein Gebiet und dann geht es hier Richtung Ostbahnhof, da wird auch noch bisschen was von 1000 bis hin zum Ostbahnhof eingenommen. Hauptsächlich so die Bus 62 Route, der Shiny-Bus. Und dann geht's hier rauf und das war's auch schon. Jemand hat mich gerade abonniert, vielen Dank für den Abo-Mann. Auf jeden Fall, das ist so ungefähr, ganz grob gesagt, auch hier bis zum Englischen Garten. Ein paar Sachen, an denen ich arbeite. Also ich habe schon alles abgesteckt und wie gesagt, mir fehlen halt dann noch ungefähr, was war das, 130. Also dieses Jahr werde ich auf jeden Fall damit. Ja, kann man nicht sagen, auf jeden Fall, weil aktuelle Lage und so, aber rein theoretisch schon dieses Jahr werde ich fertig und dann kümmere ich mich vielleicht um Einzelgebiete, aber dann habe ich sozusagen das Thema Arenen schon abgehakt, weil ist schon leidend, auf jeden Fall. Ich switch mal wieder rüber. Manchmal denkt man sich, ja, wieso macht man das Ganze eigentlich überhaupt? Vor allem, wenn man direkt wieder gekickt wird und wie ist das, aber die Sucht. Irgendwann ist man halt so süchtig, danach, man hat eine Arena auf Gold, dann, oder man ist kurz davor und dann denkt man sich, boah, jetzt will ich sie auf Gold haben, jetzt komme ich immer vorbei und ist das.
Dann denkt man sich, okay, die Arena gleich daneben, wieso mache ich die auch nicht gleich Gold oder die Arena daneben, und es breitet sich einfach so aus und wie so ein Wahn, die Weltherrschaft sozusagen, man will einfach die Stadt übernehmen und einfach jede Arena auf Gold, also ganz verrückt. Eigentlich ist es voll die Zeitverschwendung, es bringt einfach nichts, aber der Wahn, die Sucht, es ist echt wie Weltherrschaft, man denkt sich, hey, wieso übernehme ich nicht auch gleich dieses Gebiet und das Gebiet kann ich auch gleich übernehmen und so weiter. Okay, wenn ich das schon eingenommen habe, übernehmen wir auch noch gleich das Nachbargebiet und so. Und dann stürmt man da ein und dies, das. Richtig verrückt, man. Da wird man echt wahnsinnig. Auf jeden Fall wollte ich euch die Seite nur vorstellen für alle Arena, Jäger, Collector, so wie ich. Link ist unten in der Beschreibung. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wofür die Seite ursprünglich gedacht ist. Aber das mit der Arena ist genial. Du kannst sie markieren auf Silber, Bronze und Gold, siehst alles in deinem Panel da im Überblick, wie viel Gold dagegen du hast. Zum Beispiel, es gibt Leute, die 10 ihre Goldmedaillen. Gehen dann da durch, scrollen durch. 3, 6, 9, 12, 15, 18 und so weiter. Aber hier siehst du einfach alles auf einen Blick. Genial, perfekt. Siehst einfach, wie viel Gold dagegen du hast. Kannst dies, das markieren. Hammer. Jo, das war's von mir, Leute. Euch viel Spaß mit euren Goldarenen. Kick mich nicht aufs Innereen. Ich hab's fast geschafft. Lass mich drin verrotten, bis ich die auf Gold habe. Ansonsten, ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious Business, Alter.